Wie manche Zuschauer meines Kanals wissen, habe ich vor wenigen Wochen ja die Alpenumrundung gemacht. Ich bin also durch die Schweiz, Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland einmal komplett um die Alpen herum. Und bei der Planung zu dieser Tour habe ich mir überlegt, wie kann ich unterwegs am besten meine Kameraakkus immer wieder aufladen oder auch mal mein Handy etc. Und so bin ich auf diese Powerbank hier gestoßen, die ich euch heute mal genauer vorstellen möchte. Und es ist ein kleines Meisterwerk. Viel Spaß beim heutigen Film. Powerbänke gibt es ja ohne Ende und man hat quasi die Qual der Wahl. Ich habe geschaut auf verschiedenen Auktionshäusern und Verkaufshäusern, welche so empfohlen werden, welche gute Rezensionen haben und wo auch vor allen Dingen das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und so bin ich hier auf diese Yossi Power gestoßen. Der Name klingt sehr chinesisch. Ich gehe auch davon aus, dass es ein chinesisches Fabrikat ist. Ich weiß es aber nicht genau. Aber die Rezensionen haben mich überzeugt, denn die sind durchgehend sehr, sehr positiv. Was erhalten wir hier? Wir haben hier eine kleine portable Powerstation, die eine Länge hat von vielleicht 15 cm, eine Tiefe von so 10 bis 12 cm und eine Höhe von ebenfalls 15 cm. Ungefähr. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber so die Maße dürften ungefähr stimmen. Und was hier drin steckt, ist der pure Wahnsinn, weil hier ist eine 108.000 mAh Akku drin. Das ist also wirklich, wirklich gigantisch. Und man merkt es auch am Gewicht, wenn man das hochhebt. Ich denke mal, die hat so ungefähr so zwischen 2 und 3 Kilo. Da ist also kein Schmarrn, weil sehr oft ist es ja so, wenn man Powerbänke empfohlen bekommt, dann sieht man so eine kleine Powerbank, die 1 cm dick ist und die soll dann angeblich 2 Milliarden Milliampere-Stunden haben. Das ist natürlich völliger Bullshit. Hier bei der Powerbank viele Käufer diese Werte nachgemessen und sind auch wirklich auf diese Werte auch gekommen am Ende. Es stimmt also, hier sind über 100.000 Milliampere-Stunden drin. Das Ganze liefert 300 Watt, ist gut transportabel. Also es ist natürlich ein Gewicht, was man mit sich herumschleppt, aber ich sag mal so als kleine Not-Powerbank beim Campen oder im Auto, vielleicht auch im Campervan oder ähnliches, da macht sich das auf jeden Fall ganz gut. 108.000 mAh, 300 Watt gibt die ganze Kiste aus. Wir haben hier eine LED drin, die auch auf verschiedenen Stufen leuchtet, die auch einen Blinkmodus hat. Hier ist der Bereich, wo das Ladekabel eingesteckt wird. Dann haben wir hier die Möglichkeit, einen Zigarettenanzünder anzuschließen. So habe ich das zum Beispiel bei meiner alten Pentax-Kamera. Die kann ich über Zigarettenanzünder versorgen. Also auch hierfür wäre das natürlich sehr stark. Ich habe ja auch meine Astro-Montierung, um nachts Sterne, Nebel, Galaxien zu fotografieren. Auch dafür ist das natürlich sehr hervorragend geeignet, weil man, ja, man kommt easy durch die ganze Nacht. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen, auch wenn man hier noch verschiedene andere Geräte anschließt. Hier haben wir nochmal 5 Ampere Ausgänge. Dann haben wir hier einen Type-C, also USB Type-C Anschluss für die neueren, moderneren Handys. Dann haben wir hier einen USB-Ausgang mit einem USB 3.0-Anschluss sowie zwei USB 2-Anschlüsse, die 5 Volt bei 2,4 Ampere liefern und einen normalen Steckdosenausgang. Das ist auch alles. Rundherum gibt es sonst nichts mehr. Es gibt kein Nebelhorn, Signalhorn, was weiß ich was. Hier auf der Rückseite, da ist doch mal die Beschriftung drauf, was man hier quasi erhält. Und was mich bei dem Produkt fasziniert hat, ist neben der großen Power, die hier drin steckt, der Preis, weil die wird unter 200 Euro gehandelt. Also ich habe Angebote gesehen für 170, 180 Euro und das ist vergleichsweise wirklich sehr, sehr günstig. Also ihr könnt euch ja gerne mal da in dem Bereich informieren, was es noch alles gibt. Und 100.000 Milliampere-Stunden bzw. echte 100.000 MAh Stromversorgung. Das ist schon ein echter Preiskracher für 170, 180 Euro. Hier ist natürlich ein DC-AC-Wechselrichter drin. Das heißt, aus dem Gleichstrom wird Wechselstrom gemacht, damit ihr die normalen Geräte anschließen könnt. Im Lieferumfang enthalten ist zum einen das normale Ladegerät, also wo ihr per Steckdose die Powerbank wieder aufladen könnt. Es ist aber außerdem auch ein Autoladekabel enthalten. Das heißt, wenn ihr bereits mobil unterwegs seid, könnt ihr während der Fahrt das Gerät laden. Die moderneren Autos, die haben ja bereits einen USB-Anschluss. Etwas ältere Wagen, die haben zumindest einen Zigarettenanzünder. Und damit kann man das hier ebenfalls aufladen.
Eine weitere Möglichkeit, die Powerbank aufzuladen, wäre natürlich über ein Solarpanel. Ich habe so ein kleines Reisepanel. Das ist jetzt für die Powerbank völlig unterdimensioniert, aber nur, dass ihr es wisst. Natürlich lässt sich das Ganze auch per Powerbank aufladen. Die hier gibt nur wenige Watt ab. Das heißt, wenn ich damit die komplette Powerbank aufladen möchte, dann wäre ich wahrscheinlich eine ganze Woche unterwegs. Hier habe ich halt den Vorteil, dass auf der Rückseite direkt die Ladekabel enthalten sind. Das geht dann hier in diesen kleinen Wandler rein. Mal gucken, ob ihr das irgendwie erkennen könnt, weil der ist fest montiert. Den kann ich leider nicht rausholen. Aber hier ist so ein kleiner Stromwandler drin. Hier ist das Anschlusskabel. Das wird dann hier einfach auf der Seite eingesteckt. Dann habe ich hier Panel. Und wenn ich jetzt beispielsweise wirklich am Campen bin und ich sitze da schön beim Lagerfeuer, könnte ich mir die Solarzellen schön aufstellen, nebenbei die Powerbank schön laden, ohne dass ich da irgendwas großartig noch machen muss. Und auf diese Weise kann man sich zumindest ein wenig autark versorgen. Es ist klar, das ist jetzt natürlich kein Ersatz, wenn ein Stromausfall im Haus ist, dass man damit die ganzen Haushaltsgeräte am Laufen lassen kann. Aber wie gesagt, für meine Tour rund um die Alpen herum, das waren ungefähr 10 Tage, ich habe meine Akkus jeden Abend aufgeladen, ich hatte mehrere Kameras dabei, ich habe mein Handy immer wieder hier abends drüber aufgeladen, beziehungsweise das habe ich allerdings auch während der Fahrt schon aufgeladen. Die Powerbank selber habe ich innerhalb dieser 10 Tage nicht ein einziges Mal aufgeladen. Und als ich zu Hause ankam, hatte ich immer noch über 50% Akku. Was ich auch sehr schön finde, ihr habt es ja vorhin schon ganz kurz gesehen, ist wirklich das Display. Es zeigt das sehr ordentlich an. Was ich jetzt auch noch dazu sagen muss, oh, hier ist sogar noch die Schutzfolie drauf, aber die lasse ich jetzt einfach mal drauf. Was ich auch sehr geil finde, die Powerbank. Ich bin zurückgekommen im Ende April, also ich glaube, oder nee, Anfang April war das, vor Ostern, bin ich nach Hause gekommen, habe die Powerbank aufgeladen und dann in den Schrank getan. Und wir haben jetzt August, das heißt, die Powerbank hat 4 Monate in meinem Schrank gestanden und schaut, die ist immer noch bei 100%. Da gibt es nicht 1% Selbstentladung. Sowas kenne ich eigentlich nur von meiner Anker-Powerbank. Also ich habe jetzt 4, 5 verschiedene Powerbänke. Wie gesagt, das ist eine von Anker. Die hat, ich glaube, 10.000 mAh. Ich weiß es nicht genau. Mal schauen, ob sie hinten drauf steht. 15.000 mAh hat die. Auch die ist ziemlich cool. Die hat ein kleines Notlicht drin. Auch hier ist es so, ihr seht, die ist rappelvoll und auch die liegt seit Ewigkeiten wirklich im Schrank. Damit habe ich also ebenfalls sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen hatte ich auch zuerst überlegt, mir eine große Anker-Powerbank zu holen. Aber die sind halt, ja, ich sag mal, stattlich teuer. Die sind gut von der Qualität her, aber eben leider auch teuer. Dann hatte ich mir vor bestimmt 2 Jahren mal so eine günstige Powerbank geholt, die 30.000 mAh haben soll. Und das ist wirklich so ein typisches Beispiel. Ich will da jetzt keinen Hersteller schlecht machen, aber das Ding ist der Knaller. Also erstens, an die 30.000 mAh kommt die niemals dran, weil wenn ich mein Handy damit auflade, schaffe ich es vielleicht allerhöchstens dreimal und dann ist das leer. Und wie viel Akku ist in so einem Handy drin? 6.000, 7.000 mAh. Das heißt, hier kommen wir eher so in die Richtung um die 20.000 mAh. Vom Gewicht her ist die tatsächlich schwerer als wie die von Anker, aber wirklich viel mehr Leistung liefert sie nicht. Und was mich hier richtig geärgert hat, ist, die legt man in den Schrank oder ins Regal, nachdem sie komplett aufgeladen worden ist. Und wenn man sie dann braucht, ist sie leer. Ich versuche die jetzt mal einzuschalten. Ich glaube, hier rüber geht das. Ja, auch jetzt wieder 66%. Ich habe also ein Drittel Akku verloren, obwohl ich die aufgeladen habe und habe sie seitdem nie wieder hergenommen. Ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Nicht jede Powerbank ist gut. Bei der Anker kann ich bestätigen, die ist saugut. Die habe ich jetzt seit 8 Jahren oder so und die ist immer noch wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Die ist halt meine kleine Reise-Powerbank. Wenn ich was notdürftig dabei haben will, schmeiße ich mir die in den Rucksack. Das ist schon wirklich, wirklich stark. Und fürs Auto nehme ich jetzt halt die hierher. Zumindest wenn ich längere Touren mache. Ich habe die also nicht konsequent im Auto, weil durch die Hitzeschwankungen und sowas glaube ich nicht, dass das wirklich gut ist für den Akku. Aber wenn ich weiß, ich habe eine längere Tour, wo ich eventuell die Stromversorgung brauchen könnte, dann packe ich mir das ein. Auch mit diesem Solarpanel, auch wenn es halt, ja, ich sag mal, zu schwach ist für das, was ich hier eigentlich zum Aufladen bräuchte. Aber sie gibt zumindest ein bisschen Strom ab. Ich muss mal schauen, ob ich herausfinde, wie viel Watt die tatsächlich hat, damit ich da mal ein bisschen genauere Werte liefern kann. So, ich habe nachgeschaut, also die Powerbank hier, die liefert 29 Watt, soll sie liefern, ich denke mal unter optimalen Bedingungen. Ich weiß es nicht. Ich habe die bis jetzt einige Male hergenommen. Für meine Zwecke hat sie vollkommen gereicht. Aber wie gesagt, wenn ich damit die Powerbank aufladen möchte,
dann wäre ich wirklich Ewigkeiten unterwegs. Da bräuchte ich wirklich diese großen, richtig großen, aufstellbaren Solarpanel, die mindestens 100 Watt raushauen. Und selbst damit bräuchte man schon eine ganze Zeit, bis dass man den Akku wieder aufgeladen hat. Aber erstmal muss man den leer kriegen. Und das ist bei dem, bei der Größe und bei dem, was die Powerbank hier liefert, wirklich schon eine kleine Aufgabe. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.